Heute gab es im Münchner Sea Life eine geradezu historische Begegnung. Bayerns einzige Nixe traf mit Bayerns einziger Meeresschildkröte zusammen. Und weil es gerade so lustig war, kamen dann gleich noch ein paar Haie dazu. Und last but not least, mein Kollege Norman Solleder. Halb Mensch, halb Fisch. So muss eine Nixe sein. Daniela Rodler taucht ein in die geheimnisvolle Unterwasserwelt und ihr Kostüm wird fast wie angewachsen. Es ist gut, dass es aussieht, als wäre es mit mir verwachsen, denn das soll es ja auch sein. In so einem Fischschwanz, das ist eine Special-Effects-Anfertigung, steckt sehr viel Arbeit, dauert ungefähr 9 Monate die Konstruktion, ist eine Spezialanfertigung aus USA und auch einigermaßen... Teuer, $4.000 kostet das gute Stück. Und muss natürlich ganz vorsichtig zu Wasser gelassen werden, das teure Schwänzchen. Schildkröte Gonzales freut sich inzwischen schon auf den weiblichen Besuch. Auf alle Fälle eine historische Begegnung. Ich bin auch gut vorbereitet. Ich bin extra ganz blau angezogen, denn Gonzales, Bayerns einzige Meeresschildkröte, liebt Hautfarben. Von daher hoffe ich, dass er mich heute nicht beißt. Eine Hoffnung, die sich erfüllt. Gonzales ist schließlich Vegetarier und eher verschmust als bissig. Außerdem gibt's im Becken deutlich bessere Leckerbissen als dünne Nixen. Gerade die Schildkröte mag vor allem auch besonders gekratzt werden oder sowas, weil sie halt einfach auf ihrem Panzer auch immer wieder Stellen hat, wo Bakterien und sowas leben. Und um das runterzukriegen, kratzt sie sich selber und das helfen wir halt ein bisschen nach. Und das merkt sie auch, dass ihr das gut tut. Und selbst die eindeutig nicht vegetarischen Haie nehmen dankbar eine kleine Streichelmassage an. Keine Gefahr, oder? Naja, das erhöht den Adrenalinspiegel natürlich schon. Aber ich sag no risk, no fun. Und Meerjungfrauen und Haie sollten ja eigentlich gute Freunde sein. Also ich hoffe mal, dass da heute alles gut geht. Eine kleine Zwischenmahlzeit und alles bleibt friedlich. Und so endet der Besuch von Bayerns einziger Nixe mit einem Happy End.